Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 12. Spieltag. Ja, Länderspielpause ist vorbei, es ist die eine oder andere Trainerentlassung doch vollzogen worden. Der FSV Mainz 05 und auch der SFC Köln haben sich vom Trainer getrennt. Der Kölner Ex-Trainer jetzt bei Mainz, das ging schnell. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel dieses 12. Spieltag ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. Ja, da haben die Paderborner eigentlich doch die Chance gehabt, zu gewinnen gegen Augsburg. Und irgendwie wollte an dem Tag nicht wirklich irgendwas klappen. An Abschluss hat man nichts geholt. Und jetzt ist die große Frage gegen Borussia Dortmund. Kann man da was holen? Die Dortmunder doch überraschend vermöbelt worden vom FC Bayern München. Ich denke mal aber dennoch, dass Borussia Dortmund das Spiel gegen Paderborn gewinnen wird. Aber relativ knapp mit 2:0. Jetzt sagt jetzt knapp 2:0, sieht aber anders aus. Ja, ich denke mal, dass Dortmund lange Zeit 1:0 führt und dann gegen kurz vor Ende des Spiels dann das 2:0 noch macht. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Bayern 04 Leverkusen und dem SC Freiburg. Ja, da haben die Freiburger eine Überraschung hingekriegt. Gegen Frankfurt 1:0 gewonnen. Hat man lange Zeit nicht so gesehen, also zumindest ich nicht. Am Ende haben die Freiburger einfach mal den Lucky Punch gesetzt und zack, ne, gewinnste knapp mit 1:0. Leverkusen dagegen Niederlagenserie abgewendet. Jetzt gegen die Wölfe haben sie gewonnen. Jetzt gegen Freiburg wird es sich fortsetzen. Ich sage ja, Leverkusen gewinnt mit 2:0. Das nächste Spiel, vielleicht für viele interessant, ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern München. Der neue Trainer, oder besser gesagt momentane Interimstrainer, da hat es funktioniert. Ne? In der Champions League hat es funktioniert und jetzt dann in der Liga auch. Die große Frage ist, wird es jetzt auch gegen die Fortuna klappen? Die eigentlich ein Comeback-Spiel gegen Schalke gezeigt haben, immer wieder zurückgelegen und immer wieder kamen sie zurück. Jetzt gegen den FC Bayern München wird es nicht so laufen, denn ich denke mal, dass die Münchner das Spiel gewinnen werden mit einem 3:1. Da klappen die Comeback-Fähigkeiten der Fortuna dieses Mal nicht. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der Eintracht aus Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Ja, beide am letzten Spieltag verloren. Große Frage ist natürlich, wie wird das da weitergehen? Beide international auch unter der Woche gewesen, also in der Hinsicht unter der Woche gewesen. Vielleicht deswegen die Niederlagen, kann man so, kann man auch nicht so. Das ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt am internationalen Geschäft lag oder einfach an dem Tag, wo es einfach nicht so gut lief. Ich denke mal aber, dennoch wird es ein sehr knappes Spiel werden und am Ende setzt sich die Eintracht durch mit einem knappen 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Schalke 04. Ja, wie schon eben erwähnt, bei der Fortuna ein Spiel, wo Comeback-Fähigkeiten da waren. Beim FC Schalke 04, man hätte gut und gerne immer mal wieder den Sack zumachen können und am Ende hat man den immer wieder nicht zugemacht. Und am Abschluss kassierst du dann immer wieder dein Gegentor und du fragst dich, was um Himmels Willen ist hier schiefgelaufen? Beim SV Werder Bremen könnte man sich dasselbe denken. Also es ist eigentlich gegen Gladbach vieles gut gelaufen, aber eben dann auch wiederum nicht. Na, irgendwie hinten hat nicht wirklich irgendwas gestimmt und am Ende verlierst du dann auch so hoch. Also der Ehrentreffer kurz vor Ende des Spiels, ja okay, kann man jetzt so oder so sehen. Aber die Gladbacher, hätten die wirklich alle ihre Chancen gemacht, hätte es auch 4:0 am Ende ausgehen können für die Gladbacher. Also da muss Bremen definitiv was dran arbeiten und ich denke mal, dass beide Teams dementsprechend mit offenem Visier rangehen und das ungewöhnliche Ergebnis am Ende rauskommt, ein 3:3. Ich sag mal so, offenes Scheunentor hinten und die Angreifer sind vorne voll dabei. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach. Momentan wahrscheinlich beide Teams hellauf begeistert. Für Union läuft alles momentan nach Plan. Man muss es einfach so sagen. Ganz klar, das Ziel für Union Berlin ist diese Saison Klassenerhalt. Und es läuft momentan nach Plan. Im letzten Spiel gegen den FSV Mainz 05 relativ klar dominiert. Aber gegen Ende des Spiels wurde es urplötzlich ganz schön knapp für Berlin. Also ich hätte auch gedacht, so von wegen, ach komm, Berlin, gewinnen die mit 4 Dingern vorne und alles gut. Und urplötzlich, zack, kassieren sie das erste, zack, kassieren sie das zweite. Das hätte auch noch ein Unentschieden sein können. Ich glaube, die Mainzer hätten das groß gefeiert, aber
Eieieiei, jetzt gegen Gladbach, die momentan hochmotiviert sind und genau das auch weiterhin zeigen werden. Sie bleiben Tabellenführer, definitiv, auch nach diesem Spieltag mit 3 Punkten fahren sie wieder zurück. 3:1 Sieg für Gladbach. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln. Neuer Trainer beim 1. FC Köln. Die große Frage ist, wird dieser neue Trainer gleich das Team erreichen oder eben nicht? Gegen den RB Leipzig wird das wahrscheinlich ziemlich schwierig, denn die Leipziger sind momentan auch auf einer Euphoriewelle. Da läuft alles momentan relativ gut, auch wenn gegen Berlin das am Anfang so ein bisschen anders aussah. Also ne, hätten die Berliner das 2-0 gemacht, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Und mit dieser Handspielgeschichte und Nicht-Handspielgeschichte, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, oder? Also es ist einfach, also manche Situationen denkst du, das müsste eigentlich Elfmeter geben. Bei anderen sagst du, das müsste keiner geben. Also Leipzig positiv wie negativ irgendwie gegen die Berliner Partie. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich darunter verstehe und was ich darunter meine. Jetzt gegen den 1. FC Köln, die ja eigentlich gegen Hoffenheim gut gespielt haben. Wenn man nur die erste Halbzeit sieht. Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe bei den Kölnern. Irgendwie, als ob sie irgendwie schon in die Kabine gegangen sind und nicht wieder rausgekommen sind. So ist es an Abschluss gelaufen. Und gegen Leipzig wird es am Ende leider auch so laufen für die Kölner. Leipzig gewinnt mit 4:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Augsburg und der Hertha aus Berlin. Mein persönliches Topspiel. Ja, relativ einfach. Warum? In den letzten Jahren ist dieses Spiel eigentlich so ausgeglichen gewesen. Du kannst nichts vorhersagen. Es ist einfach so, in den letzten Jahren habe ich, glaube ich, immer nur auf Unentschieden getippt. Und genau das mache ich hier heute auch wieder. Unentschieden 1:1. Denn es ist wirklich, wie es ist. In den letzten Jahren gab es so viele interessante Spiele zwischen diesen beiden Teams. Wenn ihr jetzt sagt, so von wegen, hä, was erzählt ihr denn da? Letzte Saison zum Beispiel, 4:3 gewonnen die Berliner. Ja, ein hochinteressantes Spiel, ein Schlagabtausch hin und her oder die Spiele davor, wo es wirklich knappe Spiele waren, am Ende oftmals ein Unentschieden wurde und genau deswegen tippen wir auch auf ein Unentschieden oder besser gesagt, ich tippe auf ein Unentschieden, denn beide Teams ungefähr gleich stark. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05. Ja, Trainersuche bei Mainz, ne? Die große Frage, klappt das nicht? Das ist die große Frage. Ne? Der alte Trainer, vor kurzem erst entlassen worden beim 1. FC Köln. Jetzt ist die große Frage, kann der bei Mainz was bringen oder eben nicht? Das ist es eben. Ne? Hast du einen Trainer, wo es beim einen Team nicht geklappt hat, kann der jetzt ein neues Team leiten? Das ist eben die große Frage. Ich denke mal, dass die Siegesserie der Hoffenheimer sich hingegen durchsetzt weiterhin und sie gewinnen aber knapp mit 2:1. Das waren meine Tipps für diesen 12. Spieltag. Ihr könnt natürlich eure Tipps in der Tipprunde abgeben oder unten in den Kommentaren, je nachdem, wo er nach euch ist. Wollt ihr keinen Bundesliga-Tipp mehr verpassen, wisst ihr ja. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr kennt das bestimmt bei anderen YouTubern, die sagen euch das bestimmt 1000 Mal. Und von daher, wir sehen uns hoffentlich zum 13. Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein, wenn nicht, dann eben nicht. Bis dann und ciao.